Entschuldigung, dass ich heute so viel meckere. Ich bin gerade so ein bisschen auf Krawall gebürstet. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Rossmann-Haul für dich, denn ich habe online bei Rossmann bestellt, weil es da auch eine Palette gratis mit dabei gab von Makeup Revolution, glaube ich, wenn man für 15 Euro irgendwie da bestellt hat und so. Ja, also hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Zuallererst möchte ich kurz was sagen. Und zwar, wenn ich bei DM bestelle, bekomme ich immer ein sehr großes, gut verpacktes Paket mit auch relativ dicker Pappe. So, ich habe jetzt das allererste Mal bei Rossmann bestellt und da muss ich wirklich sagen, hat Rossmann nicht unbedingt geglänzt. Denn guckt euch das Paket an. Ich glaube, da ist irgendwas ausgelaufen. Ist hier durchgeweicht und ich habe echt ein bisschen Schiss, ne? Es ist richtig nass da unten. Meine Hose ist jetzt auch schon ein bisschen nass. Bitte, bitte nicht. Naja, wir gucken mal. Also auf den ersten Blick ist da irgendwas nass drin. Aber es hat auch geregnet, ne? Wir krempeln die Ärmel hoch und gucken mal rein. Als erstes habe ich hier ein WC-Aktivgel und das ist von außen sehr nass. Und es tropft. Aber es tropft nicht hier raus. Also das ist nicht gelig, das ist irgendwie Wasser. Kann auch gut sein, dass es wirklich Wasser ist. Wir gucken mal. Auf jeden Fall ist dieses Aktivgel von 00 etwas, was ich sehr gut finde, was ich mir jetzt auch nachgekauft habe. Das habt ihr in meinem letzten Aufgebrauch-Video auch gesehen. Ich mag das sehr gerne und es hat einen guten Effekt. Das ist Coolaktik, also das ist das Blaue. Und ich finde, das macht eine gute Reinigungswirkung. Also ja, und einen guten Geruch. Kann ich auf jeden Fall empfehlen und ja, habe ich Bock drauf, das auszutesten. Auszutesten, wieder zu benutzen. Ich habe ja auch so einen Hygienespüler gekauft und ich drücke jetzt mal so ein bisschen. Aber eigentlich ist der das auch nicht. Nee, davon kommt es auch nicht. Nee, der ist auch noch recht voll. Ich glaube, es ist wirklich einfach Wasser gewesen. Na, wir schauen gleich mal weiter. Und zwar habe ich hier von Domol einen Hygienespüler für Wäschedesinfektion. Das mache ich mir gerne einfach mit in die Wäsche mit rein, zusammen mit dem Flüssigwaschmittel und dem Weichspüler. Und das gibt einfach ein Gefühl von, meine Wäsche ist desinfiziert. Und wenn ich dann so gerade im Sommer die T-Shirts habe oder so, ich finde das auch nach dem Waschen, manchmal riechen die noch unter den Achseln, frag mich nicht warum, aber seitdem wir den benutzen, beziehungsweise normalerweise benutzen wir einen anderen, und den wollte ich jetzt mal auch ausprobieren, riecht da nichts mehr. Also ja, kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der vielleicht damit Probleme hat. Also ich muss wirklich sagen, dass die Sachen auch sehr schwer, sehr schlecht geschützt waren. Ich habe hier nur so ein paar von diesen hier drin gehabt und sonst waren die Produkte nicht einzeln geschützt. Und ich sehe auch schon, dass etwas kaputt ist, aber das zeige ich euch nachher, weil es dekorative Kosmetik ist. Und das finde ich eigentlich mega schade, weil die Palette war eigentlich nicht für mich gedacht, aber egal. Als nächstes habe ich hier die Domol feuchten Allzwecktücher, die ich auch sehr gerne benutze und in Verwendung habe auch aktuell. Und die jetzt bald zur Neige gehen und die ich auf jeden Fall empfehlen kann. Die sind total super. Kannst du eben mal eben mit so einem feuchten Tuch über Oberflächen drüber gehen oder so. Und wenn es halt wirklich großes Saubermachen ist, dann nehme ich natürlich einen Schwamm und ein Trockentuch, ne, und schmeiße es nachher in eine Wäsche. Aber das ist halt so für den Quickie zwischendurch. Auch von Domol, und das habe ich empfohlen bekommen von einer lieben Zuschauerin. Ich fand nämlich diese Tabs so cool, die in einer Folie drin waren, die sich von alleine auflöst. Und die hat gesagt, Mensch, da gibt es doch auch die Pink Grapefruits. Und die sind auch in so einer Folie, die sich selber auflöst angeblich. Steht hier auch drauf, in wasserlöslicher Folie. Riecht auch schon sehr geil. Also da habe ich richtig Bock drauf. Ich bin sehr, sehr gespannt, denn unsere Eco-Domol Tabs, die in wasserlöslicher Folie, die gehen so langsam zur Neige. Die werdet ihr auch in meinem nächsten Aufgebraucht-Video sehen. Und die werden dann danach bei uns einziehen. Ich freue mich schon. Das war's jetzt mit Haushalt. Kommen wir zum spannenden Teil. Und als nächstes kommen wir, ich glaube, zu dem Übeltäter des Ganzen. Denn der sieht schon ziemlich leer aus, oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, da kommt aber auch nirgendwo was raus oder so, ne? Keine Ahnung. Das ist von Catrice Take All Off. Das ist Anti-Pollution Micellenwasser Oil-in-Water Remover. Und ja, der soll auch wasserfestes Make-up entfernen. Und den wollte ich mal ausprobieren.
Als nächstes habe ich hier von Maybelline einen Augen-Make-up-Entferner. Ja, ich hatte vergessen, dass ich mir den bestellt habe, glaube ich, weil ich habe in meinem DM-Haul einen anderen mitgenommen, weil ich dachte, oh, ich brauche mal wieder Augen-Make-up-Entferner. Egal. Den hatte ich auch schon bei vielen YouTubern im Video gesehen, dass sie den empfohlen haben. Und deswegen wollte ich den auch mal ausprobieren. Das ist einer halt zwei Phasen, das musst du schütteln. Und ja, dann entfernt er dir dein Augen-Make-up. Super, angeblich. Und da bin ich sehr gespannt. So, dann habe ich eine Tiefenaufbau-Repair-Spülung von Google mitgenommen. Und das ist mit Monoi-Öl oder Monoir-Öl. Ich weiß es nicht. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich brauchte Spülung und habe mir deswegen von Rossmann und auch von DM eine Spülung mitgenommen. Ja, und die wird auf jeden Fall sehr bald verwendet. Und die riecht total sanft und schön und blumig und gefällt mir. Ha, freue ich mich drauf. Tja, Rossmann, das passiert halt, wenn man leider keine Paletten einpackt, ne? Da war kein Schutz drauf. Das lag quasi direkt neben dem Hygienespüler. Und ganz ehrlich, ist doch klar, dass der Hygienespüler dann da drauf batscht, ne? Super. Super. Echt super. Finde ich mega scheiße. Sowas ärgert mich. Ja, diese Palette kostet nicht viel. Die war, glaube ich, auch noch reduziert und alles. Aber ganz ehrlich, ich finde es schade. Und zwar ist es die Revolution Reloaded Palette Iconic Vitality. Ja, die kostet unter 5 Euro, aber ich finde trotzdem sollte man solche Produkte auch schützen. Denn ich finde es einfach für den Kunden unschön, wenn sowas dann ankommt, ne? Also, ne, sowas finde ich einfach blöd. Du siehst dann auch richtig, dass da, ne, da sind zwei richtig tiefe Risse drin. Also, sind keine Risse, das ist richtig durchgeknackt, ne? Ist richtig kaputt. Ja, es ist nur von außen, aber trotzdem ist es schade, weil ich bin ein Make-up-Liebhaber, ich bin ein Palettensammler und ich habe das bei mir in der Schublade und es soll eigentlich schön aussehen. Und wenn sowas dann ankommt, bin ich einfach enttäuscht. Naja, nichtsdestotrotz ist es eine super, super tolle Palette mit einer ultra krassen Pigmentierung. Also Leute, guckt euch die auf jeden Fall mal an. Die ist wunderschön. Und da sie jetzt ja auch eh bei mir bleibt, werde ich sie euch auch swatchen. So, hier haben wir ja die eigentlich wunderschöne Palette von Revolution, die ja hier oben etwas zerstört ist. So, und hier sehen wir dann die Swatches und da haben wir Reihe 1, 2 und 3. Und es wirkt so ein bisschen, als würden sich die Farben von Reihe zu Reihe ein bisschen mehr etwas trauen. Also hier haben wir das etwas Nudige mit zwei leicht dezenten Schimmertönen. Dann kommt die nächste Reihe mit einer richtigen Popfarbe, einer richtig dunklen Farbe und einem wunderschönen Gold, was extrem toll schimmert. Und dann haben wir hier die dritte Reihe, ja doch, die dritte Reihe, wo du gar keinen Schimmerton drin hast. Nee, das sind nur matte Töne, aber alle hochpigmentiert, dieses mega krasse Kupferkaminfarbene, das richtig tiefschwarze und dieses ist auch, das sind unfassbar schöne Farben, oder? Ich finde die großartig. Also definitiv ein mega geiles Produkt, Leute. Guckt euch das an. Es sind so schöne Farben. Es sind Schimmertöne. Es sind matte Töne. Es ist ein Schwarz dabei. Es sind richtig geile Transition Shades dabei. Es ist eine schöne Farbe, die du ganz direkt am Anfang benutzen kannst, um dein Augenlid zu setten. Geil. Geil. Ja, diese Pretty Incredible Palette von Revolution gab es gratis mit dabei, weil ich bei Revolution oder allgemein, ich weiß das gar nicht, über 15 Euro Einkaufswert war. Ich glaube allgemein, weil so viel habe ich gar nicht von Revolution gekauft. Naja, auf jeden Fall finde ich die ziemlich cool. Das ist von Revolution oder Make-up Revolution London, die Pretty Incredible Palette und die fand ich auch echt interessant. Du hast da zwei Highlighter, einen etwas helleren Ton und einen etwas goldigen, sagen wir etwas Ton. Dann hast du viele verschiedene Farben, hauptsächlich Schimmerfarben, hätte ich jetzt gesagt. Genau. Hier oben hast du drei matte Töne. Hier unten hast du leicht schimmernde Töne, wobei der hier auch wieder matt ist. Und die drei hier in der Mitte sind alles schimmernde Töne. Und die fand ich cool. Und für Umme, ganz ehrlich, kann es nichts sagen. Was ich auch interessant fand, war die Ultra Cool Glow Palette. Die wollte ich mir auch auf jeden Fall mitnehmen. Was ich ein bisschen schade finde, ist hier halt, dass die Verpackung durchgenässt ist. Aber Leute, es ist hier nur die Außenverpackung. Die kann dann ja weg. Kommt jetzt auch direkt
Ja, ich bin ein bisschen pissig. Mich nervt sowas. Zumal du einfach hier vorne drauf keine extra Verpackung hattest, sodass das hier vorne auch schon wieder ein bisschen zerkratzt ist, ne? Muss eigentlich nicht sein, aber naja, ich fand die ziemlich interessant. Ich fand es ganz cool. Da wurde auch von erzählt, dass die sehr gut sein soll. Und du hast hier wirklich alles an verschiedenen Highlightern, die man so nehmen kann, in allen möglichen verschiedenen Farben. Und die gefällt mir richtig gut. Alles ist nass. Boah, nervt mich das. Ernsthaft. Bin ja ein lieber Mensch, aber bei sowas, das finde ich nicht witzig. Echt nicht. Finde ich scheiße. Dann habe ich hier von Makeup Revolution mir meinen Conceal and Define wiedergeholt. Der ist dann als Backup. Die Farbe C2 habe ich hier. Ich mag den sehr, sehr gerne. Der kriegt nicht so fies in die Fältchen und macht ein schönes Ergebnis und der deckt auch sehr, sehr gut. Hey, endlich mal ein Produkt, was wirklich separat eingepackt war. Von Catrice habe ich mir mitgenommen die HD Liquid Radiance Foundation Longwear. Die habe ich jetzt hier in der Farbe 030 Natural Beige. Und ja, die wollte ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Und habe ich von gehört, dass die sehr gut sein soll. Eine flüssige Foundation und das ist für den Sommer ganz gut. Und ich rede so merkwürdig, wenn ich schütteln. Ne? ja, genau, das kommt dann mit so einer Pipette. Und dann gucke ich mal, eben auf der Hand so ein bisschen. Könnte ein bisschen dunkel sein, aber dann ist die halt was für den Sommer. Wobei die von Love im ersten Moment auch so dunkel wirkte, ne? Also das wäre die Farbe, lässt sich sehr schön verblenden. Ich denke, dass die auf dem Gesicht ganz gut rüberkommt. Doch. Und die riecht ganz gut. Und da bin ich gespannt, ob die wirklich so geil ist, wie sie sein soll. Genau. Ja, und ich finde es auch ganz schön mit dieser Pipette. Ich mag es, dass sie flüssig ist und die soll dann halt etwas deckender sein als die von Love. Ja, bin ich gespannt drauf. Und auch jetzt kommen wir zum Herzstück meines Einkaufs. Und zwar habe ich mir gegönnt von Luvia die Prime Vegan, The Queen of Vegan Brushes. Das ist so ein Pinselset, was ich mir gekauft habe. Ganz natürlich wirkt dieses vegane Set, in dem sich 15 handgefertigte Kosmetikpinsel befinden. Die soften Pinselborsten bestehen aus tierversuchsfreiem und speziell entwickeltem Nurai-Haar. Die Entwicklung von Nurai hat das bisher marktführende Kunsthaar vollendet und erheblich verbessert, denn es bricht weniger und trägt Make-up noch effizienter und gleichmäßiger auf. Die perlmuttweißen Pinselgriffe passen sich farblich dem Tube an und sind in der Trendfarbe Coffee. Packungsinhalt, 15 Kosmetikpinsel und ein Kosmetikpinselhalter. Ja, dann gucken wir mal rein. Da steht dann halt drin, was für Pinsel das alle sind. Und dann habe ich hier noch mehr Verpackung. Und zwar, das ist jetzt auch endlich mal ordentlich verpackt, Leute. Habe ich hier so ein schönes Säckchen. Das hat Luvia gut gemacht, hat Luvia gut eingepackt. Da kann sich Rossmann mal eine Schippe von abschneiden. Eine Scheibe. Auch das ist wieder in Luftpolsterfolie eingepackt und sieht wunderschön aus. Und hier sind die Pinsel nochmal einzeln verpackt und zwar in so einem, ich will gar nicht sagen, wie das aussieht, ne? In so einem Netzteil und dann sind die Pinsel nochmal einzeln verpackt. Ich werde hier eh gleich alle waschen. Dann nehme ich die jetzt auch direkt alle aus ihren einzelnen Tütchenverpackungen hier raus. So, ohne dieses ganze Verpackungskram sieht das doch schon wieder ganz hübsch aus. Hier haben wir so einen schönen, wunderschönen Puderpinsel, Setting Brush, wie auch immer. Der ist richtig schön fluffig. Oh, Baby. Hier haben wir einen Pinsel, den ich sehr gerne als Rougepinsel verwenden werde. Das fühlt sich mega geil an. Also das muss ich wirklich sagen. Da werde ich schön mit Puder, Rouge auftragen können. Entschuldigung, habe ich eben Puder gesagt? Rouge. Genau. Hier haben wir einen Pinsel, den kannst du entweder als Highlighter-Pinsel verwenden. Ja, sehr dezentes Highlight. Oder eben zum Verblenden. Wobei, als Verblenderpinsel hast du ja noch so einen kurzen mit dabei. Aber, also richtig schöne Pinsel. Nee, das ist der Highlighter-Pinsel, oder? Der sieht mir nach Highlighter-Pinsel aus. Kannst du ja entweder ein schönes Highlight setzen, wobei du hier eigentlich noch besser mit setten könntest. In der Theorie. Ja, okay. Die werden gleich alle gewaschen. Finde ich mega schön. Und dann werde ich die in meine Pinselsammlung einsortieren, die da hinten steht. Irgendwann muss ich euch hier auch mal mein Zimmer zeigen, aber das sieht echt schlimm hier aus. Deswegen muss ich erstmal vorher noch so ein bisschen sortieren und aufräumen. Naja, so, das waren jetzt die Pinsel.
Dann war noch eine Aktion bei Rossmann, dass wenn man für einen gewissen Wert bestellt, dann gab es ein Luvia Highlighter, ist es, glaube ich, Essential Highlighter gratis mit dabei. Und wenn man dieses Pinselset bestellt, gab es zum Pinselset noch gratis diesen Highlighter dazu. Das heißt, einen davon werde ich auf jeden Fall auch weitergeben. So, einen davon mache ich mal auf, weil den werde ich ja auch eh für mich behalten. Und schau mir den mal an. Ach, guck, der ist doch süß, ne? Das ist wirklich ein süßes Luxus-Sample. Aber gut, ganz ehrlich, wie viel Highlighter brauchst du in deinem Leben, ne? Also von der Größe her vollkommen in Ordnung. Moroccan Moonlight ist da wohl die Farbe. Und ja, finde ich ganz süß. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, keine Ahnung. Ich nehme den jetzt einfach mal hier als Highlighter-Pinsel. Ich habe Highlighter drauf, aber ich mache mal so. Dann geht er vielleicht ein bisschen weg. Na, es ist in meinen Fingern. Guckt auf jeden Fall mal bei meinem DM-Haul vorbei. Da habe ich so ein bisschen was in meinem, auf meinem, mit meinem Gesicht ausgetestet. Sieht eigentlich aus wie ein Puder, ne? Hat jetzt für mich jetzt erstmal nicht wirklich viel mit Highlighter zu tun. Und, naja, habe ich jetzt hier auf meinen mit Foundation geswatchten Handrücken gemacht. Also wenn ich das jetzt verblende, weiß ich nicht. Ja, doch. Das gibt wohl was. Gucken wir mal. Und zwar mache ich mir den jetzt mal auf die Nase, weil ich habe hier ja irgendwie überall gefühlt schon Highlighter drauf. Kickback, hallo. Aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen am Pinsel, ne? Weil das ist ja eigentlich eher so ein Verblenderpinsel. Wenn ich den jetzt hier drauf geben würde, gebe ich den ja nochmal über den Highlighter, den ich hier eigentlich schon habe. Aber ich finde den ganz schön. Also, ich guck mal. Mit einem Spiegel, dann sehe ich das auch unverfälscht. Oh ja, doch. Ach, Leute. So auf der Nase gefällt mir der wohl. Das sieht man denn ja auch richtig. Nee, hier an der Seite habe ich ja noch den von der anderen Palette, was ich im DM-Haul auch geswatcht habe, in meinem Gesicht. Ja, aber doch, den finde ich ganz schön. Das ist ein schöner goldener Glow, den mag ich richtig gerne leiden. Doch, da werde ich wohl meine Freude mit haben. Und wie gesagt, der andere wird dann demnächst mal in der Verlosung zu gewinnen sein. Ich möchte euch jetzt mal eben kurz zeigen, wie der Karton von innen aussieht, jetzt wo er leer ist, ne? Der ist einfach nass. Nass und kaputt. Also da unten ist auch ein Loch, das sieht man, ne? Da scheint es durch. Und irgendwie muss Rossmann mal so ein bisschen an der Verpackung feilen. So geht das nicht. So geht es nicht. Nein, das finde ich nicht in Ordnung. Und es ist echt durchnässt und. Von welchem der Sachen von mir das jetzt tatsächlich kommt, ich weiß es nicht. Ich finde es auf jeden Fall echt schade. Und keine Ahnung. Das ärgert mich. Und das wird mich wahrscheinlich auch den ganzen Abend jetzt ärgern. Toll. Egal. Trotzdem, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Da würde ich mich wirklich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich. Ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dich hier oben mal meine Playlist mit den ganzen Hauls, die ich gemacht habe. Dann hier unten meinen letzten Upload. Und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Ja, lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!